Hey Internet und YouTube zurück im Bunker. Na gut, das ist kein Bunker, aber es ist sowas Ähnliches. Es ist nicht mal was Ähnliches, aber es ist... Lassen wir das Thema. Es ist, was es ist. Und ich sehe nur Steine vor mir. Not amused about the situation. Hoffentlich kriege ich bald wieder Luft. Plus, die Diamanten sind gleich hier verbraucht. Ah, und ich habe keine gefunden. Wow! Mach keinen Quatsch. Ich habe keine Schaufel. No, 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 no. No, 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 no. Ich brauche auch keine. So sieht es nämlich aus. Ich gehe jetzt nur. Warum habe ich zwei Gänge überhaupt gegraben? Das weiß niemand. Warum nicht einfach einzeln? Oh mein Gott. Oh, ich höre ein Schaf. Ich bin an der Oberfläche. Mal sehen, wo ich rausgekommen bin. Ich höre euch. Oh, dieses liebliche Mäh. Ich habe es vermisst. Wir sehen gar nichts, YouTube, richtig? Dieses liebliche Mäh. Nicht, dass ich direkt unter meinem Haus rauskomme. Das wäre witzig. Wäre es nicht. Ja, ich habe kein System beim Graben. Und ich brauche kein System. Ich bin gegen das System. Gut, hat beim Graben vielleicht nicht so viel Sinn. Aber es geht ums Prinzip. Das Prinzip ist, dass ich eine Schaufel brauche. Und Licht. Oh. Ich komme wahrscheinlich unter meinem Haus raus, oder? Ich zerstöre. Oh, nicht mit der Axt. Nicht mit der. Nicht mit der. Nicht mit der. Mich hier raus. Das hört nie mehr auf. Aha! Freiheit! Oh, der liebliche Duft der Wiese. Komme ich genau unter meinem Haus raus? Ne, fast. Oh, hier bin ich. Perfekt. Das ist doch ziemlich perfekt. Ha, Mutter Natur, du hast mich wieder. Okay, da kann dann jeder Creeper raus. Oder wie? Egal. Die spawnen doch sowieso irgendwie, oder? Wie geht's euch? Ich hoffe gut, denn nur glückliche Kühe schmecken gut. Wenn ihr versteht, was ich... Wie zum Henker? Du weißt, was es bedeutet. It's the last moo you ever... Okay, verstauen, verstauen, verstauen. Oh Mann, mit euren Tipps komme ich auch nicht klar. Jeder sagt was anderes. Wahnsinn. Warte, ich habe so viel Steine. Okay, oder... No, Verzeihung. Ich habe heute einen Frosch im... Oh, warte, hier das auch noch. Und Eisenbarren. Und jetzt hau ich dich rein. Und dich. Aktuell... Mache ich das so. Was habe ich hier drin? Brot. Kürbiskerne, Melonenkerne. Pilz. Oh, ich habe diesen Pilz hier. Für die Suppe. Oder whatever das. Lapsles. Swiss. Ja, das ist gut. Schätze ich. Ich weiß nicht, was es ist. Ich gebe dich hier rein. Ich weiß genau, was das ist. Wie dem auch sei. Mein einziges Ziel, ein Buch zu machen, ist noch immer gescheitert, weil ich noch immer nicht nachgesehen habe. Das macht aber gar nichts. Nachsehen ist was für Noobs. Und ich bin einer. Ich werde nach 500 Parts noch immer einer sein. Ja. Und? Für mich ist jeder Part wie ein neues Spiel. Weil ich vergessen habe, was ich im letzten gemacht habe. Für mich bleibt das Spiel immer frisch und aufregend. Man muss es so sehen. Man muss die Vorteile. Die war noch nicht fertig. Selbst nach
tausend Parts dann. Was mache ich mit dem blauen Zeug und mit dem mit dem roten? Alles wird eine neue Erfahrung. Fast so ähnlich wie die Krankheit, aber das ist, darüber machen wir keine Witze. Was will ich denn jetzt machen? Das Fleisch noch braten. Wie sieht's hier aus? Sieht gut aus, oder? Oh, das ist der letzte. Oder wie? Wie sieht's aus? Perfekt. Wo ist mein Fleisch? Hab ich... Ah, hast du nur Leder fallen lassen? What? Hab ich... What? Na gut, ich hab 11 Steaks, also... Ist jetzt nicht so... Oh, warte. Paarungstime. Wenn wir schon hier sind. Geht hin und vermehret euch. Mit dem Weizen des... Allerdings nehme ich mir das noch. Es tut mir leid. Tut es nicht, natürlich. Aber für euer Gewissen. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Ich weiß nicht, habe ich noch irgendjemanden ausgelassen? Alle vermehrt? Gut, wunderbar. Dankeschön. Viel Spaß beim Herumsechseln. Zuckerrohr tun wir noch hier rein. Das Leder tue ich auch hier rein. Steak lasse ich jetzt hier. Den Knochen. I don't know. Knochen. Pfeile lasse ich hier. Fleisch brutzeln. Exakt. Perfekt, perfekt, perfekt. Eisenbahn ohne Ende. Schaufel. Ich brauche eine Schaufel. Abgesehen von den Diamanten, die ich brauche. Ich wollte hier noch rüber bauen, aber... Naja, was soll ich dazu sagen? Es könnte wirklich mit Stein nicht so gut aussehen, aber ich habe jetzt genug Stein. Und man kann da noch immer verändern, oder? Ich lege jetzt nur mal den Grundstein mit Steinen. Versteht ihr? Deswegen bedeutet das auch Grundstein. Einen Grundstein legen. Habt ihr wieder was gelernt, ha? Okay. Vorsichtig jetzt. Das dauert ewig. Schräg bin ich schneller. Warum auch immer. But I feel good. Die Musik dazu. Das Wasser. Das ist der längste Laufsteg der Geschichte. Es ist nicht mal annähernd der längste Laufsteg der Geschichte. Aber ich habe alle Steine in die Kiste getan und kann gleich wieder zurücklaufen. Sehe ich das richtig, YouTube? Genau. Aber ich bin schon fast hier. Ja, das ist eine schräge Brücke. Eine abgehackte Brücke. Eine Brücke, die sich plötzlich in eine Biegung verwandelt. Habt ihr noch nie so eine Brücke gesehen? Gut. Dann welcome. You are welcome. Es geht nicht immer um Schönheit, um Ästhetik. Ich bin am Ende mit den Steinen. Es geht darum, dass es einen Zweck erfüllt, okay? Dieses Schaf wird immer wieder hier ertrinken. Ich sehe das schon kommen. Beziehungsweise immer herumspringen. Ja, lassen wir hier die Tür offen, na sicher. Wer hat denn die großartige Idee? What shall I do with the drunken sailor? What shall I do? I don't know. 64. Wow, 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 wow. Seht ihr, ich habe so viel von dem. Ich will das jetzt mal hier. Für den Überblick. Ihr versteht das, oder? Und ja! GTA. Wird wiederkommen. Gib mir mal nicht Pause. Nee, nicht Pause. Zeit. Zeit, um mich zu sammeln. Zeit, um in mein Innerstes zu kehren. Und nachzudenken. Okay, die Musik ist weg. Das passt jetzt nicht. So, wir machen hier weiter. Komm schon. Wo ist eigentlich? Das ist genau hier. Okay, perfekt. Perfekt. Das ist einfach nur perfekt.
Ihr könnt das wieder mal nicht jetzt sehen, was ich meinen Gedanken schon vorausgeplant habe. Wenn ihr glaubt, das ist alles, was ich hier baue, dann habt ihr euch gründlich getäuscht. Da wird mich der Architekt der Golden Gate Bridge anrufen. Sag, hallo? Und ich sag, hallo? Er sagt, was zum Henker hast du hier gebaut? Wie hast du das gemacht? Tja, es ist alles können. Okay, wir brauchen eine neue Brücke. Hast du Lust? Wir bezahlen dir 3 Millionen Dollar pro Stunde. Na, ich weiß nicht, ich muss hier noch ein Video aufnehmen. Okay, 4 Millionen. Na, ich bin mir noch nicht ganz sicher. 5? Mein letztes Angebot. Okay. Na gut, 5. Ah, ist das jetzt überhaupt der Eingang? Ich denke schon. Ja, das ist natürlich. So. Ah, alles geht daneben hier. Wird es etwa finster? So, zack, zack, zack. Und zack. Und runter in die Arbeit. Richtig. Richtig. Obwohl, ein Gang ist natürlich viel zu schmal. Werde ich wahrscheinlich zehnmal runterfallen. Ich brauche mindestens... Der Weg muss breiter werden und ich muss links und rechts Zäune machen. Wow, fast wäre ich runtergefallen. Das sieht seltsam aus. Das sieht nicht seltsam aus. Das sieht aus, als hätte es jemand gemacht, der ganz viel Plan hat. Ich sage nur Part 739, dann werdet ihr das wieder verstehen. Was zum Henker? Hast du dich hier vermehrt? Er steht tatsächlich vor meiner Tür, oder? Okay, wir tun so. Ich verhungere. No, 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 no. Was mache ich mit diesen blödsinnigen Augen? Überhaupt. Ich weiß es noch immer nicht. Oh, hier sind Kakaobohnen. Die muss ich doch hier hingeben, richtig? Kakaobohnen. Ich habe noch immer so viel. Ups. Na super, wegen einem halben Ding jetzt. Ein Steak essen, oder wie? Okay, warte ich noch ein wenig. Mach die Tür zu. Das ist fantastisch. Das wird ein Gesamtbild ergeben. Es wird also unvorstellbar. Sowas hat man noch nicht gesehen. Kann ich hier irgendwie schneller, weil sonst werde ich ja zum Schwammerl. Dann kann ich mich selbst in der Suppe kochen. Wenn ich etwas von mir esse, nehme ich dann zu? Oder bleibt das Gewicht... Das ist eine ernsthafte Frage. Wenn... Kannibalen? Okay, wie auch immer. Natürlich war das keine ernsthafte Frage. So ein Blödsinn. Hatten wir das nicht in Skyrim? Genau. Ich habe alles gegessen im Inventar und dadurch habe ich Gewicht verloren. Na gut, also somit wäre die Frage ja beantwortet, wie es funktioniert. Skyrim ist die Realität. Jedes Videospiel ist die Realität. Ganz klar. Ich höre da jemanden. Okay. Das ist die. Oh, so geht's ja noch schneller. Oh Mann. Verdammt, jetzt war ich zu gierig. Okay, weg. Ja, vielleicht wenn man auf W drückt. Könnte natürlich sein. Alright. Perfekt, perfekt, perfekt. Das ist wunderschön. Aber ich möchte hier links und rechts gerne Fackeln aufstellen. Also muss ich den Weg noch breiter machen. Oh, Mama Mia. Mama Mia. Warte, wie war das jetzt? Ach, Jesus Christ.
Das ist doch zum Kotzen! Okay, den dritten mal... Gott, ich bin so... arbeitsfreudig, es ist... Okay, jetzt. Immer langsam klicken. Alles mit Control. Yes, that's the way. Wie geht's euch so, YouTube? Was habt ihr heute gemacht? Erzählt mir, was ihr heute gemacht habt. Ich kann sagen, ich habe eine Brücke gebaut, die nicht wie eine Brücke aussieht. Was habt ihr zu bieten? Ihr wart draußen? Oh. Richtig draußen? Ekelhaft. Und ihr lebt noch? Wisst ihr, wie gefährlich es da draußen ist? Ich meine, gut, ich könnte mich ja auch mit einem Stromkabel erhängen. Stolpern! Mit dem Gesicht gegen die Schreibtischkante. So. Ah, hier noch. Auch ich lebe gefährlich. Jeder, der im Büro arbeitet. Oder von zu Hause aus. Die meisten Unfälle passieren zu Hause. Also von daher. In der Dusche ausrutschen. Gut, dazu müsste man erst einmal duschen. Und wer macht schon sowas? Ich kaufe mir einfach ein neues Axe. Ah, du benutzt Axe. Okay, verdammt, ich hätte es nicht sagen sollen. Es muss... das Problem ist 1, 2, 3. Es muss eine Vierer sein, damit ich... links, damit ich wenigstens 2 frei habe zum Laufen. Das ist das Problem. Und wenn ich hier Fackeln aufstelle... Könntest du bitte in meinem Inventar bleiben, weil sonst... Ich meine, ich könnte hier und hier aufstellen wahrscheinlich und dann in der Mitte durchlaufen. Aber so ein Zaunding wäre auch nicht schlecht. Natürlich hat es keinen Sinn. Natürlich wäre ein Untergrundgang besser. Aber ich will das so. Und weil ich das so will, passiert es auch. Mhm. Und wie gesagt, ich bin noch lange nicht fertig. Ich baue hier eine Brücke hier hin. Dann wird die vernetzt zu diesen anderen Inseln. Hier rüber. Über das gesamte Meer. Und zum Schluss ergibt das ein geheimes Codewort. Und ihr müsst dieses Codewort erraten. Das war vielleicht etwas übertrieben. Könnte sein. Kann natürlich sein. Okay. Es muss noch einer zum Abschluss sterben, oder? Warum kann das keine friedvolle Episode werden? Warum müsst ihr alles zerstören? Ich wollte nur eine Brücke bauen. Nein, sie müssen mich angreifen. Ihr habt es genau gesehen, YouTube. Ich wollte das nicht. Gut, die Spinne jetzt, die wollte ich. Denn ich hasse sie. Ich hasse euch. Acht Eugen. Bäh. Perfekt. Wir haben den Grundstein zur Brücke gelegt, der in Part 738. Seht ihr dann hier den Lastenaufzug? Ha! Sonne! Komm her, Sonne! Burn in hell, Mother! Burn in hell! Burn! Burn, burn, burn! Ach, du burnst dir nicht. Skelette burnen. Nicht explodieren! Nicht explodieren! 1, 2... 3 Schläge. 4. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, das schaffe ich nicht, richtig? Ich will auch nicht, dass du vor mir... Schau nicht so auf mein Haus. Das geht dich gar nichts an. Ist meins, bau dir dein eigenes, was du zerstören kannst. You are dead. Und das mag ich an dir. Es ist so süß, wie du verbrennst und qualvoll stirbst. Oh, ich muss noch einen töten. Ich muss jetzt noch einen töten. Okay, hier habe ich keine Ausweichmanöver. Komm her. Komm her. Könntest du neben einem Baum oder so explodieren? Das wäre vielleicht gar nicht so unpraktisch. Was ist jetzt? Also. Keine Zeit zum Abkühlen, mein Freund. Hahaha!
Klingeling! Der Todesmann ist da. Perfekt. Was möchte ich jetzt im nächsten Part? Nichts. Ich will wieder in die Höhle. Ich will Diamanten finden. Ich will ein Diamantenschwert, damit das hier schneller vonstatten geht. Die Axt hat jetzt nicht allzu lange gehalten, oder? Wie sieht's aus? Sind wir wieder bereit? Weißt du, was mir ginge? Ich könnte wieder. Also euch mit Weizen füttern, meine ich. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Und dann wird etwas Großartiges passieren. Das weiß ich noch selber nicht. Macht's gut. Tschüss.